Beginnt am 22. Februar eine neue Ära der virtuellen Realität? Die PlayStation VR 2 verspricht traumhaft schöne AAA-Kulissen und endlich wieder große Namen wie Gran Turismo oder Resident Evil. Modernes Eye-Tracking soll erstaunliche Grafik aus der PS5 kitzeln, die übrigens zwingend per USB-C-Kabel angeschlossen wird. In unserem umfangreichen Test überprüfen wir, ob das PlayStation VR 2-Erlebnis die Strippe wert ist und wie Horizon Call of the Mountain von den technischen Tricks profitiert. Nach Jahren aufgehübschter Quest 2-Ports sind viele VR-Fans regelrecht ausgehungert nach vollwertiger AAA-Grafik. Bei rund 10 Millionen produzierten Einheiten ist es kein Wunder, dass viele Studios lieber für Metas mobiles System entwickeln, als sich mit aufwendigen Umsetzungen für PC-VR abzumühen. In Zeiten der drahtlosen und autonomen Quest 2 wirkt das Kabel der PlayStation VR 2 zunächst wie ein Anachronismus. Zumal die Hardware-Maße ziemlich bullig ausfallen. Im Gegensatz zum Kabelsalat der ersten PlayStation VR bleiben Anschluss und Einrichtung jedoch angenehm unkompliziert. Die fest mit dem Headset verbundene Strippe wird mit dem USB-C-Anschluss an der Vorderseite verbunden. Ihre Maße von 4,5 Metern wirkten bisher lang genug, vor allem zentral vom TV im Wohnzimmer. Eine externe Kamera ist nicht mehr nötig, außer bei der Aufnahme von Spielerreaktionen für Streams oder Videos. Stattdessen orientieren sich die eingebauten Tracking-Kameras an der realen Umgebung, um die Position des Headsets und der Controller zu bestimmen. Das Feld fürs stehende Spiel ist schnell eingezeichnet, zumal die PS5 es nicht so oft vergisst wie die Quest 2. Wie in Virtual Reality mittlerweile üblich, bewegt sich der Nutzer frei über das Feld, hebt Spielobjekte auf oder legt in alle erdenkliche Richtungen mit virtuellen Waffen an. Aber auch Bewegungsmuffel kommen wieder auf ihre Kosten. In gemütlichen Spielen wie dem Diorama-Abenteuer Moss Book 2 kann man weiterhin auf dem Sofa spielen. Und auch viele bewegungsintensive Titel wie Horizon bieten einen Sitzmodus. Selbst bei wilden Kletterbewegungen oder dem Bogenschießen bleibt die Erfassung fast immer angenehm sauber und zuverlässig. Aufgrund der neuen Tracking-Technik sind alte PlayStation VR-Spiele nicht kompatibel. Für manche Titel wie No Man's Sky oder den Koop-Shooter After the Fall sind aber kostenfreie Upgrades geplant. Der stolze Preis dürfte einige Interessierte von einer Vorbestellung abgeschreckt haben. Knapp 600 Euro werden für die PlayStation VR 2 fällig, plus 550 Euro für eine PlayStation 5. Und dafür erhält man ein System, das mancher PC-VR-Brille hinterherhängt, zumindest auf dem Papier. Die Auflösung von 2000x2040 Bildpunkten pro Auge liegt nur knapp über der Quest 2 und sogar unter der 2 Jahre alten HP Reverb G2. Im Gegenzug besitzt die PlayStation VR 2 mit ihrem modernen Eye-Tracking eine Geheimwaffe, die sogar viele VR-Spiele auf sündhaft teuren PCs alt aussehen lässt. Solch eine VR-Augenerfassung gab es bisher nur in Profibrillen wie der Quest Pro oder der HP Reverb G2 Omnicept Edition. Auf der PlayStation VR 2 sorgt es erstmals im großen Stil für bessere Spielegrafik bei einer hoffentlich großen Nutzerbasis. Sonys Infrarotlösung stammt vom Marktführer Tobii und hat uns schon in Horizon Call of the Mountain immer wieder zum Staunen gebracht. Dynamic Foveated Rendering heißt die Technik, die der PS5 unerwartet schöne Szenen entlockt. Kleine Kameras rund um die Linsen erfassen ständig die Blickrichtung. Nimmt der Spieler einen Berggipfel ins Visier, rendert die Spiele-Engine nur ihn in höchster Detailtreue. Die Felsen und Wälder drumherum können getrost unscharf bleiben, was massiv Rechenleistung spart. Schaut er plötzlich ins Tal hinunter, wechselt der Fokus dorthin und lässt die Bergspitze unscharf erscheinen, ohne dass das Auge es mitbekommt. Während unserer Tests arbeitete das System so reaktionsschnell, dass das Bild praktisch durchgehend knackig scharf blieb. Das Ergebnis sind atemberaubende Panoramen und feinste Strukturen auf gesammelten Kultgegenständen. Charaktere wirken im Gespräch noch plastischer und lebendiger als die Figuren von Half-Life Alyx. Auch die liebevoll modellierten Metallmonster machen Horizon Call of the Mountain zum schönsten VR-Spiel, das Redakteur Jan bisher untergekommen ist. Komplett flüssig läuft die Pracht allerdings noch nicht.
Hin und wieder sind uns noch kleine Ruckler aufgefallen. Hoffentlich planen Guerilla und FireSprite einen entsprechenden Patch, um kleine Performance-Probleme wie bei Horizon Forbidden West auszubügeln. Die Auswahl der Antworten per Augensteuerung funktioniert in Horizon ebenfalls gut. Einfach den gewünschten Punkt anglotzen, per X bestätigen, fertig. Zusätzlich ermöglicht das Eye-Tracking neues Spieldesign. In Supermassives geplanter Horror-Achterbahn The Dark Pictures Switchback VR bewegen sich einige Monster nur, wenn der Spieler blinzelt. Der einstige Starttitel wurde leider kürzlich auf den 16. März verschoben. Im Launch-Titel Res Infinite hat Redakteur Jan bereits jetzt Feinde direkt mit den Augen anvisiert, was sich zu Beginn reichlich bizarr anfühlt. Auch das funktioniert so schnell und effektiv, dass die Gegner des neu aufgelegten Rail-Shooters kaum noch eine Chance haben. Nachträglich hinzugefügt kann die Augensteuerung also schon zu mächtig werden und auf Dauer auch etwas anstrengend. VR-Adventures könnten aber massiv davon profitieren, wenn Charaktere den Blick des Spielers deuten. Im kooperativen Grubenabenteuer Cave Digger 2 werden sogar verstohlene Blicke der Mitspieler sichtbar, was bisher reichlich albern aussieht. Um sie gut zu erkennen, sollten die Linsen der VR-Brille mittig vor den Augen sitzen. Die Position für die beste Bildschärfe, der Sweet Spot, ist bei der PlayStation VR 2 etwas kleiner als bei der Quest 2 und ähnlich groß wie bei der Valve Index. Sonys VR-Brille bietet dank Eye-Tracking allerdings eine geniale manuelle Einrichtung. In liebenswert japanischer Manier zeigen ein paar Comic-Augen, ob das Headset mittig davor sitzt. Auch der Linsenabstand lässt sich hier ideal per Stellrad justieren. Apropos Linsen. Sie schaffen mit rund 110 Grad ein angenehm großes diagonales Sichtfeld, das auch gefühlt zwischen der weiteren Index und der schmaleren Quest 2 liegt. Schweifen die Augen zur Seite, wird es erst zum Rand hin ein wenig unscharf. Die Edge-to-Edge-Clarity kann sich also sehen lassen. Das Gerät leidet nur in seltenen Ausnahmefällen unter leicht überstrahlenden Bildbereichen. Außerdem fallen mitunter unschöne Farbsäume auf. Auch das für den VR-Bereich ungewöhnliche OLED-Display zeigt im Betrieb kleine Schwächen. Dazu gehören Mura-Flecken, wie sie auch auf der PS Vita auftraten. Vor allem auf großen, einfarbigen Flächen wie dem grünen Baseballrasen von What the Bat wird so das Pixelraster deutlich sichtbar, weil einzelne Bildpunkte minimal heller oder dunkler sind. Bei unserer Preview in London fiel das übrigens nicht auf. Falls es Produktionsschwankungen gibt, könntet ihr also Glück haben und ein sauberes Display erwischen. Bei schnellen Kopfbewegungen erscheint das verschmierte Bild zudem kurz unscharf und zeigt leichte Geometrieverzerrungen. Besitzer der ersten PlayStation VR kennen dieses Wabern, das hier glücklicherweise viel schwächer bleibt. Die letzten beiden Effekte fallen primär in Spielen auf, bei denen die Framerate per Zwischenbildberechnung verdoppelt wird. Spiele mit flüssigen nativen 120 Bildern pro Sekunde wie Res Infinite haben das Problem kaum. Das verdeutlicht auch eine Stärke des OLED-Screens. Das All hinter den bunt blitzenden Gegnern bleibt hier so tiefschwarz, wie es kein klassisches LC-Display darstellen könnte. Der Schwarzwert eines aktuellen OLED-Fernsehers wird zwar nicht ganz erreicht, was hinter Linsen aber ohnehin nicht möglich wäre. Ein weiteres VR-Novum der PlayStation VR 2 ist die HDR-Darstellung. Wenn die Sonne in Horizon durch die Wipfel scheint, erzeugt das ansehnliche Kontraste mit kräftigen Farben. Auch der HDR-Effekt bleibt deutlich dezenter als auf einem entsprechenden Fernseher. Das VR-Bild profitiert aber trotzdem spürbar. Links. Hier kommt der Langhals. Trotz einiger Schwächen ergibt sich fürs Erste also ein gutes Bild. Jans Augen haben sich unter einer VR-Brille noch nie so wohl gefühlt wie unter der PlayStation VR 2, sodass er oft stundenlang einfach weiterspielte. Manchmal zwangen ihn jedoch die neuen Sense-Controller zu einer Pause. Schon nach rund 5 Stunden müssen sie wieder an die mitgelieferte USB-Strippe bzw. auf die separat erhältliche doppelte Ladeschale. Trotzdem entwickelten sie sich schnell zu Jans neuen VR-Lieblingscontrollern. Ein Highlight sind ihre Sticks mit fast doppelt so langem Hebelweg wie bei der Quest 2.
Sie sind so feinfühlig, dass selbst Kurven in Gran Turismo 7 kein Problem darstellen sollten. Lenkräder und der PlayStation 5 Controller unterstützt das Spiel natürlich auch. Die Tracking-Ringe rund um die Hände sind in tagelangen Tests übrigens nicht ein einziges Mal zusammengestoßen. Weiter oben an den Controllern sitzen die adaptiven Trigger, die eine echte Neuerung im VR-Bereich darstellen. Ob beim Zugreifen, Bogenspannen oder später dem Gas geben und Bremsen in GT7. Ein wenig Gegendruck und feine Vibrationsmotoren schaffen ähnlich wie bei den PS5-Controllern mehr Immersion. Selbst das Headset hat einen dezenten Rumble-Effekt bekommen, der für einige Überraschung sorgt. In Horizons Ruin brachte plötzlich ein Donnerkiefer das Gerüst über dem Kopf ins Wackeln. Ein echter Gänsehautmoment also, der sofort die Aufmerksamkeit auf die Gefahr lenkte. Aber wie sieht es mit dem Schwitzen aus? Die strukturlose Weichplastikoberfläche des Stirnpolsters wirkt in Zeiten anschmiegsamer Stoffpolster arg veraltet. Vielleicht helfen Haare über der Stirn. Als Glatzenträger liefen Jan jedoch schnell die Tropfen an den Schläfen herunter, nachdem er sich in What the Bat mit dem Baseballschläger ausgetobt hatte. Immerhin lässt sich die Oberfläche leicht abwischen. Davon abgesehen sitzt die Halo-Strap-Lösung noch bequemer als bei der alten PlayStation VR. Es fühlt sich so an, als würden Stirn und Hinterkopf mit der Stellschraube zwischen zwei weiche Luftpolster geklemmt. Statt aufs Gesicht zu drücken, schwebt das Visier locker davor. Das erfreulich leichte Gewicht von 560 Gramm ohne Kabel verteilt sich daher weniger frontlastig auf dem Kopf. Eine mittelgroße Brille passt problemlos unter die nach vorne verschiebbare Front. Um sie herum blendet der dünne vordere Lichtschutz fast alles aus, sofern der Spieler nicht per Knopfdruck am Headset zur schwarz-weißen Videodurchsicht in die Außenwelt wechselt. Sie wirkt dank höherer Kameraauflösung spürbar schärfer als auf der Quest 2. Über 100 VR-Spiele sind bereits in der Mache und im Launchmonat erscheinen über 30 Titel. Bei vielen handelt es sich jedoch um VR-Ports wie No Man's Sky, Multiplattform-Entwicklungen wie The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution oder Indie-Titel wie The Light Brigade. Einige Titel haben aber das Potenzial zu echten Grafikbrettern. Das am 24. März geplante Remake zu Resident Evil 4 beispielsweise bekommt auf der PS5 einen VR-Modus. Noch ist unklar, ob Capcom Unterstützung für die komplette Kampagne liefert. Einige altbekannte PSVR-Studios bereiten ebenfalls potenzielle Highlights vor. First Contact Entertainment werkelt mit Firewall Ultra derzeit am Nachfolger seines beliebten VR-Online-Shooters, der sogar eine Waffenwahl per Augensteuerung bietet. Es bleibt zu hoffen, dass Sony diesmal dran bleibt und den Nachfolger der PlayStation VR konsistenter mit großen Exklusivtiteln unterstützt, statt sie auf Dauer fallen zu lassen. In den vergangenen Wochen blieb es jedenfalls erstaunlich leise. Statt großer Events gab es den Großteil der Infos schnörkellos im PlayStation-Blog. Neben visueller Reize spielt in Virtual Reality auch räumlicher Ton eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zu vielen anderen VR-Brillen besitzt die PlayStation VR 2 leider keine eingebaute Audiolösung wie die cleveren schwebenden Ohrhörer der Valve Index. Stattdessen wird am hinteren Bügel ein Kopfhörer nach Wahl an dem 9mm Klinkenanschluss gestöpselt. Das mitgelieferte In-Ear-Exemplar lässt sich sicher am hinteren Bügel befestigen. Es klingt ähnlich klar und basskräftig wie gute Ohrstöpsel in der Preisklasse von rund 30 Euro. Die Stöpsel lassen sich nach dem Spiel sogar in zwei Aussparungen stecken, sodass sie nicht umherbaumeln. Unterm Strich ist die PlayStation VR 2 bei weitem nicht fehlerfrei, aber derzeit die beste Möglichkeit, aufwendig produzierte, traumhaft schöne VR-Spiele zu erleben. Besucht für weitere Details sehr gerne unseren ausführlichen XXL-Test auf 4players.de, in dem wir auf weitere Feinheiten eingehen.